Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, dem Doomsday und dem Silent Hill Remake 2 für die PlayStation 5. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir in die Alternativwelt vom Krankenhaus gekommen sind und haben da eine Kiste gefunden, die mit drei Ketten blockiert ist und wir jetzt wahrscheinlich diese drei Ketten lösen müssen. Eine haben wir schon geschafft, bleiben noch zwei. Und ich würde sagen, wir machen jetzt genau in dem Punkt weiter, wo wir letztens aufgehört haben und machen die anderen zwei Ketten. Let's go! So, mal kurz gucken. Ja, Aufnahme läuft. Alles klar, wir können loslegen. So, wir waren ja letztens schon unterwegs nach oben. Da würde ich sagen, gehen wir da jetzt erstmal hin. Das heißt, wir gehen zurück zum Büro des Direktors. Sagt die Munition. Oh, ich sehe gerade, ich bin auch ein bisschen euch im Weg. Ah. So ist okay. Genau, da gehen wir jetzt nochmal hoch. Hallo, hier waren wir ja noch gar nicht. Dann gehen wir halt erstmal die Kette hier machen. Dann nehme ich es zurück, was ich gesagt habe. Wir gehen doch nicht ins Büro des Direktors. Habe ich doch hier gerade irgendwo gehört. Okay, dann eben nicht. Hier endet die Kette. Okay. Und da geht's weiter. Das ist im Prinzip unten links, wo wir noch gar nicht waren. Ich dachte, man kommt da gar nicht hin. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Man kommt doch dahin. Was haben wir hier? Okay. Ein Uhrenrätsel mal wieder. Hat man ja schon lange nicht mehr. Okay, wenn wir da reinkommen, haben wir ja schon gesehen. Guckst du nach links? Ah. Pillen drin. Wait, können die Pillen mir die Uhrzeit verraten? Sieht mir jetzt nicht aus, als ob das mir irgendwie was verrät über die Uhrzeit. Da ist aber noch ein Buch. Hier ist auch noch was. Watch it go dark. Eins, zwei. Was ist das schon für Rätsel? Was haben wir hier? Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie Espenlaub. Die laute Stunde und die Finsternis. Aha. Ah, ich vermute, also 1. Es sind vier Zahlen. Ich soll wahrscheinlich die Tabletten zählen. 2, 4, 6. Die Uhrzeit ist 7. Und das hier sagt mir 2. Oder? Aber warte mal, ich kann ja noch was umstellen an der Uhr.
war ja noch was. Moment. Was war denn jetzt? Ganz schön gemein. Das war bei mir schon gerade ein bisschen laut. Aber was hat das jetzt so richtig bewirkt? Okay, also das ist auf jeden Fall eine 2. Ja, ich würde sagen 1, 2. Warte mal. Wie viele Plätten waren das? 6, gell? 2, 4, 6, genau. 1, 2, 6. Und wir gehen mal kurz zurück zur Truhe. Ah, welche habe ich gesehen? Auf einmal sind überall Gegner da, ey. Ja, Alter. Wie könnte ich hier rüber? Okay. Hä? Besoffen? Hä, komm ich jetzt nicht mehr zurück oder was? Ah, bin nur falsch gelaufen, okay. Achso, ich bin ja rübergeklettert, stimmt. Ja, okay. Ach, Gedächtnis wie ein Sieb. Genau, es sind 4 Zahlen. Aber es ist die 4. Okay. Ups, falsche Zettel. Wir haben 6 Pillen. Das ist jetzt echt merkwürdig. Ha. Wir machen erstmal das andere. Darum kümmern wir uns später. Wir gehen erstmal zum Direktor. So, da ging es ja nur zu dem, okay. Mal doch die Richtung nehmen. Was ist denn jetzt? Da war ich auch noch nicht.
Haben wir doch. Wo hast du hingeguckt? Ah, vielleicht war ich doch noch nicht hier. Warum liegen aber so viele Leichen hier? Doch, ich war hier schon. Gehen wir jetzt mal hoch. Ach, da unten sind wir. Okay. Was geht denn hier ab? Interessant. Ah, wo bist du? Hat doch sie blutet. Hier war doch noch eine Frau, oder? Ja. Du hast ja eben noch nach rechts geguckt, oder? Nee. Okay. Das Fixierbrett. Und mehr war hier, glaube ich, jetzt nicht. Nee. Hier ist noch ein Raum. Wäre ein Raum. Ich denke mal, wir sollen das Kabel folgen, ne? Hier ist ein Generator. Kann ich da durch? Ja. Toilette. Dann lass mal den Generator an. Warum es in der Alternative halt auch immer einen Generator gibt, ja? Wer weiß. Okay, ja, doch da. Ich kann sagen, jetzt gar nichts. Ich werde nicht ruhen, bis es gelöst ist. Ich werde nicht ruhen. Ich kann nicht ruhen. Ich weiß nicht mehr wie. Okay. Jetzt hier machen. Neun, sechs, fünf, neun. Was hingeschrieben hat da?
9659. Das wird die Fernbedienung sein. Dürfen wir jetzt Kette 2 haben. 9, 6, 5, 9. So, jetzt das Rätsel. Ha, das finde ich ein bisschen komplizierter. Halt. 1 Jahr lang haben sie mich beobachtet. Haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie Espenlaub. 1 Jahr lang sind auch 12 Monate. Weil sonst hätte ich gesagt 1, 6, laute Stunde 12. Das können wir mal testen. 1, 6, 12, ne. Oder meinen die, ja doch, 12 Uhr eigentlich. Ist ja Mitternacht, ne? Was testen? Nee, geht nicht. Ha! Interessant. Ich gehe noch mal da hin. Wo war das? Da. Ich will noch mal den Ort genau angucken. Ging's da eigentlich hin? Hä? Hier war ich noch gar nicht. Das hat die. Ah, doch, ja, doch, doch, doch. Aber hier ist ja auch noch ein Fragezeichen. Das ist noch nicht gelöst hier. Schau, wie das Licht ausgeht. 1-2 Intervall. Ach, da ist eine. Wenn man den Dreck von dem Zeiger unten nimmt, zeigt er noch auf die 6, oder? 2, 6. 2, 4, 6. Kann das sein? Er hakt hier aber auch nichts ab. Huh. Versuchen wir das mal. Nee. Daraus werde ich nicht schlau.
Ja, Waschbecken, die Uhr und das Licht. Das Licht ist zweimal. Ich google das jetzt, Leute. Wie gesagt, es ist schön, dass wir im Zeitalter des Internets liegen und andere Leute schlauer sind als man selber. Ich will es auch jetzt hier nicht ewig verbringen, ne? So, was haben wir denn? Ja, ich war knapp dran. Knapp war ich dran. Eine Zahl war im Prinzip am Anfang falsch. Na gut. Was soll's. Wir sind jetzt weiter. Wenn es euch nicht passt, verklagt mich doch. Wow, das ist alles für eine leere Kiste. Der Aufzugknopf. Den habe ich total vergessen. Braucht man einen Ring? Den haben wir noch nicht. Oh, steht hier. Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Faden. Brücke gehen, sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen sind ihre Sünden, sie vernichten Sünd vernichtete, vernichtet Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich, sie ist ein Engel. Aha. Wo war denn der Fahrstuhl? Muss man, glaube ich, die Treppe hochnehmen, oder? Wie kam ich denn da hin? Warte mal, hier ist ja noch eine Tür. Ah, das ist die Tür. Ah. Wie kam ich denn zum Fahrstuhl? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo der war. Ich musste ja zum zum Treppenhaus, ne? Wait. Ah, hier ist er doch. Wird er gar nicht markiert? Nee, als E. Ja, das haben wir mal gefunden. Resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave.
How many souls were lost during the plague? Boah. 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Two, Munson Street. Three, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet, but what was the name of the other victim? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye-bye. What the hell was that? Also sag mal so, ich habe zu keinen der drei Fragen eine Antwort. Aber ich glaube, drittens wäre Heather, glaube ich, gelesen, oder? Ich habe keinen Plan. Naja. Wie schlimm kann das schon sein, wenn man die Antworten nicht weiß? Jetzt sind wir im Keller. Ah, man hat schon Gegner. Ah, voll daneben. Komm mal her. Da ist irgendwo noch so ein Insekt. Halt. Flackern bedeutet, dass da irgend so ein Typ in der Ecke liegt. Au. Arschloch. Käfer, doch nur der Käfer. Was haben wir hier jetzt für ein Rätsel? Kann ich jetzt aufmachen? Nee. Oh, hier geht's abwärts. Hab ich gehört. Na, muss er treffen. Dann halt nicht. Was für Arschlochviecher. Thank you.
Echt, das hat mich noch erwischt. Sonst konnte ich auch mal durchlaufen, ohne dass es mich erwischt. Frechheit. Das war frech. Ah, wo bist du? Da. Haben wir noch irgendwas hier? Nein. Was sind wir eigentlich? Heizungsraum. Muss doch irgendwas sein, oder? Ich sehe es. Wir müssen da hoch. Jetzt sind wir hier dahinter? Okay. Die hätten hier so krass die Gegner in die Ecken stellen können, ey. Das wäre so arsch. Ah, da ist der Ring. Das Loch gefällt mir gar nicht da. James. Sie ist auch hier. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that. Dead wife of yours. You couldn't care less about me. Oh, man hätte wohin gehen können noch immer. I just. Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? Wie immer. Well, we have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. Jetzt sind wir zu zweit unterwegs mal wieder. Sie kann sich aber auch nicht wehren, gell? War ja klar. Wir müssen das Treppenhaus. Okay. Aber sie sagt aber auch nicht zu dieser Alternativwelt, warum die da überhaupt sind und warum sich das alles verwandelt hat. Hier unten war ich ja auch noch gar nicht. Okay, hör geht nicht. Ja, gibt's noch ein Medipack vielleicht? Ja. Ja, geh du mal vor. Naja, in so einem Ort. Maria.
trying to keep things light, James. Just you and me. Yeah. Sorry. Sind wir am Pool? Da unten siehst du aber auch gar nichts. Oh, ist das ein Foto? Ich vermute mal, das sind einfach nur Sammelobjekte, die für irgendeine Trophäe wichtig sind. So, was haben wir jetzt? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Da geht's nicht lang. Is that what I think it is? Kühlschrank. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Noch ein Ring. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Okay, Playring. Where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Zu der Tür. Zu der Engelstür. Zelle. Die Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind, denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick, vor allem wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. Manche geschriebene Sachen auf den Zetteln sind irgendwie echt seltsam. Wo sind wir jetzt eigentlich? Hier sind wir. Okay. Das trifft sich gut, dass wir jetzt an den Speicherpunkt kommen, denn die Folge ist gleich schon wieder zu Ende. Und ich würde sagen, bevor wir den Ring anstecken, machen wir das dann in der nächsten Folge. Gut, da würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit Maria und James. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Macht's gut.